Herzlich willkommen im Vierungsturm des Kölner Doms, dem dritten Turm. Hier in 50 Metern Höhe hängen drei unserer 11 Domglocken. Diese sind 1985 hier untergebracht worden, da sie im Südturm, wo die großen Glocken des Domes hängen, nicht mehr benutzt werden sollten bzw. ersetzt wurden. Mein Name ist Jörg Sperner, ich bin Assistent des Dombaumeisters und kümmere mich in meiner Funktion auch um die Führungen in den Sonderbereichen. Und diese drei Glocken hier liegen mir ganz besonders am Herzen, denn es sind nicht nur die ältesten Glocken, die wir am Kölner Dom haben. Sie sind in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gegossen worden. Zwischen 1300 und 1350 hat die Angelusglocke und die Wandlungsglocke ihren Weg in einen kleinen Chorreiter auf dem Dach des Domes ihren Weg gefunden. Und schon bei der Weihe des Domes oder der Chorweihe 1322 geläutet. Die dritte Glocke, die hier oben angebracht wurde, ist die Mettglocke, unsere einzige Glocke aus der Zeit des Barocks, die im 18. Jahrhundert von Antonius Koblenz hergestellt wurde und Jahrhunderte lang das Domgeläut aus dem Südturm mitbeschallt hat, aber dann aus Altersgründen ausgebaut wurde und hier 1980 ihren Weg in den Vierungsturm gefunden hat. Diese drei Glocken werden immer noch benutzt. Sie unterstützen das große Geläut aus dem Südturm, also Petersglocke und Co. und wird häufig genutzt zu den Abendandachten, zu den Abendmessen oder auch das Mittagsgeläut findet hier aus dem Vierungsturm statt.